Wie ihr im Titel lesen könnt, mache ich im Dezember und Januar eine Pause. Das heisst, ich werde im Dezember und Januar keine Videos mehr produzieren. Heute zusammen, wir haben eine Breaking News und das ist ein neues Format von mir, YouTube News. Der Schweizer YouTuber Ask Switzerland macht keine Videos mehr. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, wie schlecht sie für euch ist, aber für mich ist sie sehr, sehr schlecht, weil erstens mal im Dezember am meisten, oder sagen wir erfahrungsgemäß, am meisten Interaktionen auf meinem Kanal passieren. Das heisst natürlich, wenn er schon sagt, dass er im Dezember und Januar keine Videos mehr macht. Das heisst, dass es im Februar wieder losgeht. Oder dass du im ersten Jahr dich noch gar nicht wirklich kannst festlegen auf eine Studienrichtung, sondern du hast einfach so ein allgemeines Vorstudium, du bist eigentlich noch gar nicht wirklich Student. Grund dafür ist angeblich, dass er gerade groß, dass er natürlich jetzt gerade groß studiert in der Stadt St. Gallen. Man kann sich natürlich schon fragen, weil im Dezember und November, wie auch der Januar sind, eigentlich von der Integration sind die wichtigsten Monate für YouTuber, weil es da schlichtweg das meiste Geld gibt. Und du hast eine ziemlich hohe Quote von Leuten, die es nicht schaffen. Und ich würde es eben gerne schaffen. Und dementsprechend widme ich mich im Dezember und Januar voll und ganz im Studium. Natürlich, der Preis, den ich dafür zahle, mit dem Nicht-Aktiv-Sein, ist ziemlich hoch. Aber ich habe das Gefühl, langfristig ist Bildung immer eine bessere Investition. Ich werde auch nicht komplett von der Bildfläche verschwinden. Ich werde erstens versuchen, ein Best-of aus Switzerland 2017 zu produzieren. Natürlich ist das für den grössten Schweizer YouTuber, den man kennt, natürlich ein sehr harter und brutaler Schritt. Und man kann sich schon fragen, was ist in der heutigen Zeit denn so weit, dass man keine Zeit mehr hat. Absolut ist es natürlich verständlich, dass er nebendran keine Zeit mehr hat. Und man kann sich wirklich wünschen, dass er absolut wieder Erfolg wird haben. Und wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg und Glück bis im Studium. Und wir kommen zu der zweiten News. Der Schweizer YouTuber Marc Galaxy hat ein neues Video gemacht, in dem er wirklich einfach die besten Wortspiele raushaut. Und das ist für mich das Video von der Woche. Wie sagt der Thurgauer, ein der ein richtiger Sucker ist? Ja, ein Sugo! Guten Morgen miteinander. Schau dir mal die Evi an. Excuse me, sir. Let me check in my calendar, if I can buy it today. Ich habe euch natürlich das ganze Video unten verlinkt. Und das ist es wieder mal gewesen mit der Schweizer YouTube News. Die schnellste von der Schweizer YouTube Szene. Bis dann, ciao zusammen, euer Quiz. Bum bum, ciao.